2-2. Das ist der beliebteste Platz auf der Galopprennbahn in Iffezheim, das Siegerpodest. Wenn Sie wissen wollen, wer nach der Badener Meile, dem Rennen der Woche, darauf steht, dann schalten Sie doch ganz einfach seit 1 ein. 16.30 Uhr, die Telewette. Ich zähle auf Sie. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Jux und Dallerei aus dem Hotel Intercontinental in Wien. Wien ist jetzt die Station, wo wir schon seit einigen Wochen sind und wir können einfach von dieser Stadt nicht den Hals voll kriegen. Die Stadt von uns wohl auch nicht. Ja, und da habe ich eigentlich, wollte ich mir einen Münchner einladen. Ich dachte immer, das sei ein Bayer oder ein Deutscher. Jetzt kommt er heute an und sagt, er sei Österreicher. Ja, passt auch prima hin hier nach Österreich. Es ist der Schauspieler Werner Kreindl. Setz dich hin. Werner, Mensch, wie schön, dass du das noch geschafft hast, ja? Tja, anstrengend. Du schaffst eigentlich immer alle, Werner. Du sollst privat sehr witzig sein, hat deine Gattin mir erzählt. Ja? Na, welche ja. Frau das war, sage ich jetzt nicht. Ja. Ja? Die dritte oder die fünfte? Nee, ist doch gar nicht so witzig mit der dritten und fünften. Nee. Aber wollen wir nicht über die Vergangenheit reden? Reden wir über deine Zukunft. Ja. Über das Loch, was du selbst ausfüllst. Ja. Ja. Ja, Mensch, das ist ja eine schwierige Geschichte. Das ist mit dem Ozonloch, nicht? Habe ich jetzt gehört im Fernsehen. Grauenhaft, wird immer größer, dieses Loch. Ja. Naja, und da kommen wir alle mal rein. Ja, willst du mir meine Sendung gleich runterreißen hier mit solchen Problemthemen? Ja? Nein. Das soll ja witzig sein. Ja, ne? Ja. Bemühe dich doch mal zumindest. Ja. Gib dir mal ein bisschen Mühe. Tja, was soll ich da sagen? Ich hab dich gerade als Österreicher angekündigt. Ja, Vöcklabrucker, hör mal. Wer kennt das schon? Vöcklabruck in Oberösterreich. Ja. Da bin ich aufgewachsen. In Wels geboren, weil meine Mutter... Kammern Wels, kenne ich wohl. Das ist ein Fisch. Ja, Kammern, du bist aber ein guter Fisch. Ja, Kammern Wels. Komm her, Fisch, wenn man mit den Fischen spielt. Ja. Kannst auch Zander sagen. Ja, das ist aber ein Schlagersänger. Ja. Nee, aber meine Mutter, die hat ihre Schwestern alle in Wien verheiratet gehabt und hat gesagt, sie möchte mich in Wien zur Welt bringen. Hat sie das geschafft noch? Nee, eben nicht. Ach so. Setzte sich in Zug, die Wehen kamen schon hinter Adnan Buchheim, also musste sie in Wels raus und so bin ich in Wels geboren. Also Wels kenne ich gar nicht. Ja, Gott und die Wels. Ja. Ja. Gibt es das überhaupt, Wels? Vielleicht ist der Ort seitdem platt gemacht worden, ja? Ja. Damit nichts mehr an mich erinnert, an meine Geburt. Ja. Und dann hast du sicher erstmal als Aushilfskellner irgendwo gearbeitet, auf dem Traumschiff oder wo? Ja, das nicht, nein. Na? Die Gage konnten die nicht zahlen. Ach, du bist schon sehr früh auf Geld orientiert gewesen, ja? Ja. Nee, ich war hier in Wien, habe studiert, Theaterwissenschaft, Germanistik, an der Universität und wir haben 46... Wo denn sonst? Naja. Kann ja nicht an der Volksschule sein. Nein. Nee, und wir haben dann ein Studententheater gegründet, 46. Und da habe ich dann im Studententheater, haben wir Tourneen gemacht und Ausland, also richtig noch auch engagiertes Kabarett. Richtig, Theater, Kabarett Grimasse mit Qualtinger. Ja. Die Grimasse hieß das erste Studentenkabarett. Hm. Qualtinger Kehlmann war da dabei, Radlecker. Also das war also die Zeit. Und Kreindl. Ja, Kreindl ist ja auch ein österreichischer Name. Klingt doch wie Grantl. So. Wie Dirndl oder so. Ja, meine Mutter hieß Redl und mein Vater hieß Kreindl. Ah, unser Pleber Banisissi. Ja. Oh, danke schön. Prost. Zum Wohl. So, jetzt hast du genug Quasselwasser getrunken. Ja. Oh, der ist aber gut, nicht? Ist der gut?
Das ist eigentlich mehr was für mich. Euch, lass mal riechen. Nee, das ist der andere, ist okay. War schon ganz unruhig. Werner, Kabarett, also jeder, der mal als Schauspieler endet, Sonderkommando Soko Ono, oder wie heißt das da, wo du mitmachst? Soko 5113. Bitte? Nicht Soko Ono. Ach, das ist ja wie ein anderer. Ach, das ist eine andere, ja. Der Sohn singt jetzt schon von der Soko Ono. Ja. Sonderdezernat 5113. Ja. Oder so ähnlich. Ja, ja. Ist eine Endlos-Seifenoper-Serie, nicht? Ja, nein, das würde ich nicht sagen. Ist die einzige Krimiserie im deutschen Fernsehen, die nach Realitäten geht. Ja? Die wirklich reale Fälle bearbeitet und nicht irgendein Märchen von... Von wem? Ja, ja, ja. Feige bist du auch, ja? Nein, nein, ich meine nur. Ihr nehmt euch normale Fälle und die werden dann aufgearbeitet. Na, wir reden mit der Spielt ihr denn auch mit normalen Verbrechern dann auch? Wenn das schon das richtig sein soll, dann muss man die auch vor die Kamera holen. Nee, das kann man nicht machen. Ja. Nee, das geht nicht. Die sitzen ja. Ja. Die musst du ja erst rausholen. Ja, ja. Sag mal, und diese Serie hat dich eigentlich so bei der breiten Bevölkerung, auch bei uns, so ein bisschen bekannt gemacht. Aber meistens steckt doch dann noch hinter dem Werner Kreindl ein engagierter Schauspieler. Ich musste aber noch entschuldigen, das muss ich sagen. Bekannt gemacht hat mich eigentlich die Rote Kapelle. Die Spionagegeschichte aus dem Zweiten Weltkrieg, wo Leopold Trepper, der Führungsoffizier der Sowjets, gegen Deutschland spioniert hat in Frankreich und in Italien und überall. Das war ein berühmter Film, Die Rote Treppe. Die Rote, ja. Da spricht heute jeder drüber. Wir sind in China. Ja. Wir sind in China, war das, Die Rote Treppe. Ja. Was hast du da gespielt? Den Trepper. Ach so. Ja. Ja, ja. Das Blödeln musst du mir schon überlassen. Na gut. Ja. Hast du einen Nazi gespielt oder so? Viele. Ja. Die nehmen ja denn gerne, besetzen gerne, nicht original, aber so. Wenn ihr jetzt zum Beispiel vom ausländischen Film, ihr, sag ich, engagiert werdet, du hast ja auch schon in Amerika gedreht. Ja. Und dann, nicht in Amerika, aber für Amerika in Deutschland. Ja. Und dann. Auch in Wien, hier haben wir gewohnt. Ja. Und sind also zu viert, der gesamte deutsche Generalstab, Keitel und Brauchitsch und alle, Wolfgang Preis und Kerst und ich, wenn wir dann die Treppe hoch sind und die amerikanischen Touristen, die hat es plötzlich gerissen. Seht eure Originaluniform, seid ihr auch denn abends ausgegangen? Nee, das gerade nicht. So. Sehr gut. Habt ihr euch untereinander auch gegrüßt, wenn einer ein Abzeichen höher war oder so? Ja. Klar. Ja. Du, das machen Schauspieler doch wahnsinnig gern. Kaum haben sie eine Uniform an, sofort stehen sie stramm, machen diesen oder diesen. Das ist unheimlich. Ist das hier in Österreich vielleicht sogar noch mehr ausgeprägt? Nein. Sicher. Von der alten KOK-Ecke oder so? Na, nicht nur. Ja. Also Uniformrollen, viel gespielt, aber nicht alles. Nicht eigentlich alles. Komödiant, nicht? Komödiant, ja. Vom Eichmann bis zum Kurtelin, also bis an ein freies Haus oder wie das hieß. Also bis zu Kurtelin, das ist ein französischer... Kortison kenne ich nur. Ja. Das würde ich dir nicht, das würd ich dir nicht raten. Ja. Da mach ich doch... Wenn du Cortison nimmst, kannst du ja so aufgehen. Ja? Ja, natürlich. Das würde ich dir nicht raten. Nein, nein, das ist auch ist jetzt ein Medikament. Nein, nein, aber wie gesagt, das war schon spannend. Und, aber auf, dazu muss man noch sagen, auch mit den deutschen Offizieren, in Amerika, wenn du nicht irgendwie durch Zufall, wie der Prochnow im Boot, aber der spielt jetzt auch nur mehr wie unwichtigere Rollen in Amerika. Oder Maria Brandauer. Mitzi. Bitte? Die Mitzi. Naja, Maria Brandauer, Klaus Maria Brandauer heißt im Österreichischen Klaus Mitzi Brandauer. Ist das was Fieses? Nein, das ist die Mitzi. Mitzi, das klingt so nach Zimmermädchen. Na, ich habe eine Mitzi-Tant gehabt hier in Wien. Im 13. Bezirk in der Meiselstraße. Ja, welche Nummer? 68. So. Gehen wir gleich rüber. Ja. Das heißt Mitzi-Tant, ja? Militant, nicht... Nein. Mitzi ist bei uns eine Kopfbedeckung. Ja, aber das kommt schon mehr aus dem Schlesischen. Ja. Du bist gut drauf, ich meine, so dialektmäßig, ne? Ja, ja, natürlich. Ja. Ich habe auch mal eine sächsische Freundin gehabt. Ich war aus Oldenburg in Thüringen. Ja? Ja, und da haben wir die Eltern zu Weihnachten eingeladen. Nach Bonn, da war ich in Bonn engagiert. Und als ich die Gans aus dem Rohr nahm, hat der alte Papa gesagt, na, guck mal, Emma, ein Ginschen ist uns geboren.
Hast du noch mehr solche Anekdoten drauf? Ja, viele. Man sitzt ja als Schauspieler so viel rum, das hat mir vor ein paar Wochen schon mal Bruno Toast erzählt. Rum? Ja, die sitzen... Rumkugeln? Nein, rum... Vor allem wollen sie rumkugeln, heißt es. Wie? Naja, jetzt frage ich dich, was ist das, rumkugeln? Das muss eine Stellung auf dem Fußboden sein. Eben nicht, das sind so kleine Schokoladkügel. Ach, hör doch auf, erzähl doch nicht so ein Mist. Rumkugeln ist, wenn man ja, kein du. Bett hat. Ja, weil du wieder denkst nur an das eine, aber ich denke an die Rumkugeln, also an die, die isst man, Schokolade mit Rum drin. Ist das sowas wie Alterssex, wenn man sich für Schokolade interessiert? Das kann schon sein, ein bisschen lutschen. Ja. Wenn du so auf Tournee bist, womit vertreibst du dir so deine Zeit so? Ohne rumkugeln? Wie? Kaum. Man hängt doch so viel durch dann. Na, das nicht, aber ich lese ja. Ach. Ja, ich habe ja schon ein paar Bücher. Hast du keinen Ghostleser, der für dich liest? Nein, der liest für mich. Ein Vorleser. Nein, der dir was vorliest. Ja, in den ja. Bus, wo denn alle Schauspieler Bus. Sitzen. Und guck mal. Sitzt einer der hinter mir. Ja. Der liest mir vor. Nein, nein. Das ist, darüber möchte ich eigentlich wirklich ein Buch schreiben. Ein Guide für Schauspieler, die auf Tournee gehen. Denn die deutsche Provinz mit ihren Provinzhotels, das ist manchmal schon sehr abenteuerlich, was man da erlebt. Zu teuersten Preisen, die schlechtesten Zimmer, das durchgewetzteste Bett, das ist manchmal furchtbar. Da muss schon vorher einer drin gelegen haben. Natürlich. Einer, ganze Kompanien. Ja. Ja, bei uns ist ja so, die haben ja früher noch so 3 Matratzenstücke gehabt. Ja. Und wenn die dann so durchhangen, dann hat man die einfach gewendet. Ja. Dann sahen sie auch besser aus und dann... war quasi die Beule jetzt oben. Ja. Das ist völlig normal. Was haben Sie dann gemacht? Ja, einfach die Dinger gewendet. Also ja, aber wenn die Beule nach oben war, was haben Sie dann gemacht? Ja, dann war irgendwann wieder normal. Also haben Sie es wieder runtergedrückt? Ja, runtergedrückt. Naja, das ist irgendwie rauf, runter. Ne? In was für miesen Absteigen musst du eigentlich wohnen, wenn du auf Tournee bist? Bist du kein Star? Wohnst du nicht in sowas wie Interconti oder so? Natürlich, wohne ich auch. Ja. Aber wie viele Intercontis gibt es denn in Deutschland? Es gibt doch auch... Für VIP-Leute, die kriegen sogar noch eine Piccolo aufs Zimmer. VIP, very important person. Ja. Haben die doch so eine kleine Flasche? Ja, ja. Haben Sie die hier nicht eine Flasche aufs Zimmer gestellt? Natürlich, das machen die doch immer. Oder haben Sie dir eine Flasche ins Bett gelegt? Nein, also, machen die immer. Ja. Deswegen checkst du immer mittags aus und nachmittags wieder rein. Wegen der Flasche, ja? Wegen der Flasche. Ja. Naja. Der Welcome-Drink oder so. Nein, 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 nichts Welcome-Drink. Da ist schon eine Flasche auf dem Zimmer. Ja. Und ich bin ein Interconti-Fan. Ah, gut. Ah, ja. Gut. Ja. Er kriegt einen Rabatt. Der Junge. Nee, ist ohne Spaß. Das geht gerne. Dahin. Liegt das denn vielleicht daran, dass man zu Hause keine Dusche hat oder so? Ich habe mehrere. Mehrere Duschen zu Hause? Ja, natürlich. Ja. Du bist doch mit einer Irma verlobt. Irma Ladus. Irma Ladus, ja. Lass die Leute doch erstmal auslachen. So, jetzt kannst du weiter erzählen. Du bist der Lebensgefährte. Von Diana Körner. Nee, ich bin verheiratet mit ihr. Eine türkische Ehe. Nein, nein, die ist in Deutschland. Die ist die, in der Türkei habt ihr euch so auf dem Elefanten so, das nur so. Kamel, Kamel. Kamel, auf dem aber nicht ich, sie. Wer hat denn auf wem gesessen? Sie ritt am Kamel an. Ach so. Aber nein, du nein, konntest das dann auch unterscheiden, nicht, dass du angesoffen warst, wem du das Ja-Wort gegeben hattest, ne? Nee, nee, so weit war es noch nicht. Also. Ja. Obwohl da viel getrunken wird da. Aber dann noch mal in Deutschland richtig nachgeheiratet. In Deutschland noch einmal, da musste man ja. Musste damit man die ja. Kinder dann auch einen Namen haben. Richtig. Die heißen jetzt Greindl, Jenny, Joy. Nachname Greindl. Ja, sie. Oder Körner Greindl. Nein, nein. Greindl Körner. Ah ja. Trinken die schon? Ja, ja. Milch und Säfte. Ja, oder Körner. Oder Körner. Ja. Oder Körner haben sie schon getrunken. Verträgst du denn eigentlich noch Körner? No. War gut, ne? Doch, sehr. Ja, ja. Aber die Körner, die du meinst, die werden mir immer ein bisschen, ein bisschen weggeräumt. Ja? Ja. Harte Sachen ist nicht so gefragt. Ist es in den Schauspielerkreisen nicht so, dass man doch sehr oft schwankend ist, nicht? Dass man also, weil man viel eingeladen wird und man ist von der Truppe nimm, weil man denkt... Wieso wird man viel eingeladen? Kein Mensch lädt einem ein. Also ich werde immer eingeladen. Ja, du, du bist der Prominenter. Ah ja, okay. Du bist doch der FIP. Das hatte ich im Moment vergessen. Naja, ja. Du bist doch der FIP. Ah, Mensch. Aber ich stehe auf dich, du. Wirklich? Ja? Ja. Soll ich mich hinlegen? Ja. Also. Ja, aber die Diana hast du doch schon gehabt. Diana habe ich schon gehabt, die hatte ja jeder schon gehabt.
Das möchte ich also da Einspruch erheben. Talkshows, Talkshows, ja. Fernsehsendungen. Ja. Eine Frau, die noch nicht jeder gehabt hat, die aber jetzt zu uns kommt. Sie ist nicht nur berühmt als Schauspielerin, Sängerin, Entertainerin und auch nicht nur berühmt, weil ihr Mann wieder für 4 Jahre verlängert hat oder verlängert wurde. Sie ist die Gattin des Bürgermeisters der Stadt Wien. Wir freuen uns auf Dagmar Koller. Platz du bist auf den Vorgewehr. Sicher, weißt du, wenn man zu dir kommt, weiß man ja nie, kann was einem passiert. Kann das sein, dass du auf dem linken Ohr taub bist und da sitzen möchtest oder so? Hast du gar nicht verstanden, was ich jetzt gesagt habe? Ich war doch gestern bei der Nina Hagen. Ja. Und da habe ich natürlich ein bisschen Schwierigkeiten auf der Seite jetzt. Und auf der Seite geht es ganz gut. Und nachdem ich dich anschwärmen will, du möchtest mich anschwärmen. Ist das deine Zuckerseite? Von welcher Seite sollen wir dich nur noch filmen? Was ist deine beste Seite? Sag mal, ich weiß es nicht. Die kann man nicht zeigen. Wenn man die nötigen Gagen raustut, dann doch nicht. Auch nicht, nein. Das ist so intim und das ist so kostbar und so. Damit habe ich eigentlich meinen größten Erfolg. Privat. Ich glaube, das ist ja der größte Erfolg, wenn man das privat schafft. Siehst du das auch so, ja? Was? Hat er gar nicht verstanden. Kann er nicht überall zuhören. Naja, okay. Das heißt, du hast nie in Filmen, in Low-Budget-Filmen, XX-Filme, B-Filme mitgemacht? Nein, nicht? Leider nicht, da hätte ich mehr Gagen zu Hause. B-Pictures. Ich kenne mich da schlecht aus, aber ich weiß, im Publikum sitzt eine Kollegin von mir, die sich vielleicht da sehr gut auskennt. Die könnten vielleicht helfen, Unterricht geben. Die kenne ich, die ist heute hier, aber wo sitzt sie bei uns? Es ist, ich möchte dir winken. Christine Schubert, ist sie hier? Wo ist sie denn? Christine, die Mutzenmacherin. Ja, da hinten. Ja, grüß Sie, die Christine Schubert hier. Da sitzt sie. Ja, Bussi. Bussi, Christine. Ja, Bussi. Bussi. Mensch. Da möchte man noch mal jung sein. Ja, ich habe mit ihr den Erfolgsfilm. Und das mit mir, das ist nichts? Nein, ach, natürlich. Das, ist ja ganz, das hat ja ein ganz anderes Niveau mit dir, Dagmar. Du musst ja auch irgendwo. Hast du kalte Hände? Immer, wenn ich zu dir komme. Ich bin gerade gefragt worden, ob mir die Knie schlottern, wenn man zu dir kommt. Ich habe gesagt, na, selbstverständlich. Sagt er, ja, wieso? Sag ich, weil man eigentlich wirklich nicht weiß, was einem erwartet. Du solltest die Scharniere dann lieber festziehen. Ich weiß nur nicht, wo man da anfängt. Ja, dir schlottern doch nicht die Knie. Immer, wenn ich bei zu Frauen, dir bei schönen Frauen, da kann ich sehr reizvoll sein. Was machst du jetzt so? Im Moment oder so? So, überhaupt so. Doch nicht nur Hausfrau, du bist doch nicht nur Hausfrau. Also, ich würde sagen, im Moment bereite ich mich vor für eine wunderbare Tournee durch Japan. Wir machen also erstmals eine große Gala-Tournee, nur reine Operette. Das sind acht Stück verschiedene Wiener Operetten. Für Japaner. Singst du denn in Ching Chang Tamawenkel? Singst du Japanisch? Johann Strauss in japanischer Bühne. Ich würde sagen, ja, Ching Chang. Und das andere möchte ich hier jetzt nicht sagen, aber ich kann da einiges in Japanisch. Ja? Mhm. Du, das wäre ganz schön, weil sowieso keiner versteht. Kannst du auch eine Sauerei in Japanisch rüberjagen? Japan, ist das ein Markt, der noch offen war für dich? Absolut, ja. Ich war noch nie in Japan. Schade. Ich kenne nur von den Autos. Ja, die Japaner kenne ich nur von den Autos. Ja. Und Mitsubishi, Shubidubidu und diese ganzen. Von den Augen kennst du. Mushi Mushi. Ja, was? Mushi Mushi. Stereoanlage kenne ich sie. Dass wir auch die Japaner, die löten ja billiger als die Deutschen. Deswegen können wir uns auch nur diese billigen Stereoanlagen leisten. Ja? So ist das. Ist bei euch auch so? Wo? Ja. Mit dem Löten. Karl, ihr habt mir versprochen, ihr gebt mir was zu trinken. Ich habe gar nichts. Er spricht über das Löten, über das Trinken. Was ist denn das für eine Sendung? Ja. Du kriegst gleich was zu trinken, wenn du was geleistet hast. Doch, da kommt es schon, da kommt es schon. Ah.
Mensch, hast du kalte Hände? Du bist ja erstaunlich schmal geworden. Ich wärme mich doch gerade bei dir. Dann müsstest du ein bisschen höher gehen, aber das macht ja nichts. Dagmar, hast du eine Diät gemacht? Ja, natürlich. Kambai, darfst du mir aufstoßen. Japanisch, Kambai. Kambai, zum Wohl. Kambai Johnny heißt das. Wäre noch schöner, aber es heißt leider Kampai. Kampai. Kumpanei sagen wir auch dazu, wenn man sich schnell verbrüdert und trinkt. Ich liebe dich, dir fällt immer was ein. Ja. Und schlottern mir die Knie, wie mich da ein Journalist gefragt hat. Selbstverständlich. Das war doch kein Journalist, das war doch so eine Pfeife von Ö3. Das war doch noch ein Kind, Dagmar. Das war doch ein Kind. Ja, das weiß nicht, das hätte ich schon für einen Teenager gehalten. Das hätte doch unser Junge sein können, wenn wir damals richtig funktioniert hätten. Ja. Wer hätte so leicht hingehauen damals? Ja, ne? Weiß wir auch waren nicht, jung warum. Und hatten andere Sachen im Kopf. War mal zu ehrgeizig, glaube ich. Ja, wir wollten sagen, damals waren wir immer nur hinter unserer Karriere her und haben das Private völlig auf der Strecke. Aber du hast ja seit 13 Jahren den Bürgermeister, ist auch nicht zu verachten. Ja. Der ist auch bekannter eigentlich in Wien als ich zum Beispiel, gehe ich mal von aus. Ja, in Wien beliebter auf jeden Fall. Beliebter auch beliebter? Nein, du musst. Da hättest du fragen müssen, bei mir oder bei der Öffentlichkeit? Du bist doch die Öffentlichkeit. Nein. Nein? Hm, bekochst du ihn auch noch? Nein, jetzt schon gar nicht, weil er 20 Kilo abgenommen hat. Hat er? Ja, ich war ein gutes Vorbild. Ich habe nichts gegessen. 20 Kilo. Und er hat 20 Kilo abgenommen. Ich zahle ja die halben Preise in der U-Bahn. Ja. Habt ihr euch zusammen gegenseitig so runtergeschaukelt, indem ihr durch Null-Diät... Ist das eine geile Sache, sowas nicht? Also? Heute gibt's wieder ein Glas Wasser zum Frühstück. Oh, ist das lecker. Also der Charme des Alkohols fehlt ihm schon. Prost, deshalb trinke ich ein bisschen Alkohol. Aha, er hat aufgehört zu trinken. Mhm. Hat sich aber trotzdem auf seinen Posten halten können. Das ist erstaunlich. Erstaunlich. Sehr erstaunlich. Was gibt's denn noch? Sag mal, du gackerst dir einen ab, Mensch. Wirst du dafür bezahlt? Ich wusste gar nicht, dass du so witzig sein kannst. Ich auch nicht. Der war noch nie bei dir, gell? Nee. Na. Zweimal, das letzte Mal, sowas lade ich mir nie wieder ein. Ich bin schon das zweite Mal. Ja, klar. Du hast den Zuschlag bekommen, weil wir dadurch ja auch über den Magistrat der Stadt kriegen wir dann Parkplätze vorm Hotel und so weiter. Das geht hier in Wien ja alles so ein bisschen so und dann... Unser Ü-Wagen muss ja irgendwo stehen. Und deswegen muss ich dich einladen, damit wir den Parkplatz kriegen. Aber du weißt ja noch gar nicht. Und du weißt ja noch gar nicht, was dich das kostet. Denn den schleppen wir jetzt ab. Was meinst du? Und dann muss dein Fernsehen diese Abschlepperei bezahlen. Das kostet dich sehr viel. Nicht mehr wenn du rauskommst, ist der Wagen nicht mehr dort. Oh, entschuldige, das ist bitte. Ja das Geschäft für die. Das muss ja irgendwas reinkommen, dass die Stadt so schön ist, so sauber ist. Muss ja irgendwo diese Sünder abgeschleppt werden. Die müssen weggepackt werden, dann kommt wieder ein bisschen Geld zurück. Glauben die Leute das eigentlich alles, was du ihnen erzählst? Ja. Du wirst lachen. Also ich muss sagen, ich amüsiere mich auch heute köstlich. Man hört ja viel über Kreditkarten. Die meisten Deutschen haben sich für die entschieden, die es bei ihrer Bank oder Sparkasse gibt. Eurocard. Für Leute, die auch sonst gute Karten haben. Ich habe sie verlassen. Doktor. Schwester. Darf ich Sie etwas fragen? Wie finden Sie mich als Frau? Ist sie nicht auch verheiratet? Ja, eben. Essen ist fertig. Tolle Tomatensoße. Schmeckt echt frisch. Wie beim Italiener. Mhm. Kannst dich ruhig mal bedanken, dass wir so gut gekocht haben. Essen mit Lust und Liebe. Als Eau de Toilette. Agent ZX?
Bitte kommen. Bitte kommen. Oh. Guten Abend, Sir. Bin bedauerlicherweise liegen geblieben. Oh, sollen wir Hilfe schicken? Nicht nötig. Der Nissan Pan-Europe Service hilft rund um die Uhr. Überall in Europa. Gut, ZX. Eine perfekte Organisation. Und wann kommen Sie? Der Nissan Pan-Europe Service. Gut, dass es ihn gibt. ZX? Auch wenn man ihn nicht braucht. Aha, you got the right one, baby. Wisst ihr, ich liebe einfach diesen neuen Pepsi Light Song, aber ob er auch überall ankommt? You got the right one, baby. An unserem großen Nivea-Cremebad hat uns eigentlich nur eins gestört, die große Packung. Jetzt haben wir sie klein gekriegt und 50% Packung gespart. Das neue Nivea-Cremebad-Konzentrat. Viel drin, wenig drumherum. Für die Umwelt. Du magst wohl meinen Ketchup nicht. Tomatenketchup. Tomatenstark. Signal. Weiß wie gesunde Zähne, rot wie gesundes Zahnfleisch. Schützen Sie Ihre Familie vor Karies. Neu. Kotektor von Wilkinson. Der erste Nassrasierer der Welt, der so scharf ist, dass er hinter Gitter muss. Mit völlig neuartigen Schutzbügeln gleitet er sicherer über die Haut als jede offene Klinge. Protektor ist gründlich wie die offene Klinge und sicherer als jeder andere. Protektor. Neu. Und nur von Wilkinson. Noch eine drauf. Die neue Milka-Lila-Pause Vanilla Nut. Locker leichte Vanillecreme mit Haselnussstückchen in zarter Milka-Alpenmilchschokolade. Die neue Milka-Lila-Pause Vanilla Nut. Schlag zu. Okay, und Tracy, kein Besuch. Nein, nein, alles klar. Yeah! I like the way you make me laugh. Die Karten. Die Karten. Ach, die Kartenkinder. Und Tracy, hol die Pizza von der Decke. Hm? I like the Sprite in you. Sprite, auch als Sprite Light. Der Sega Mega Drive. Das Videospiel. Competition. Das Sondermodell. Für glanzvolle Leistungen. Von Siemens. The better one wins. Der unglaubliche 16-Bit Mega Drive. Sega, der bessere, gewinnt. Nun, meine Damen und Herren, haben wir einen Gast. Diese Frau hat Schlagzeilen gemacht, vor allem in den letzten Wochen und Monaten, speziell bei uns in Deutschland. Sie stellt Behauptungen auf, die sind eigentlich unheimlich. Sie behauptet, dass eine Frau mit einem Mann nicht alleine auskommt. Eine Schauspielerin, Entertainerin aus Wien, Jo Harriet.
Ist mir egal, wie du mich nimmst, von welcher Seite. Hauptsache, du nimmst mich. Weißt du, dass du mein Traummann bist? Ja. Du bist der einzige Mann für mich, der bisher den abstrakten Witz ad absurdum geführt hat. Du hast zwei Augen, besonders das rechte. Moment mal, du. Das klingt ja dann alles ziemlich gebildet, was du da erzählst. Jo Harriet, bislang in Deutschland gar nicht mal so berühmt als Schauspielerin, sondern eher durch Talkshows, eben durch diese Behauptungen, ein Mann im Leben soll nicht genug gewesen sein. Ja, das will ich doch meinen. Ist für dich eine Frau genug? Sag jetzt nicht nein. 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 Ist wie aber viele so. Brauchst du? Gott, es werden immer mehr. Nein. Wir wollen uns doch nicht gegenseitig outen. Wenn du weißt, dieser Ausdruck outen. Dann innen wir uns. Ja. Jo Harriet, eigentlich Schauspielerin. Aber jetzt, wie kommst du zu dieser Behauptung? Du machst auch eigene Kabarettprogramme. Ja. Und bist also eine normale Gebrauchsschauspielerin? Ja. Gut aus, muss ich mal merken. Ja. So engagierbar für alles. Und jetzt auf einmal, wumm, da brummt's bei uns in den Medien. Da ist eine Frau, die sagt, was sie denkt. Die meint, was sie tut. Richtig. Die handelt, was sie nicht kann. Ja, das ist... ja? Du, noch kann ich's. Werden wir sehen, ab wann nicht mehr. Ja, dann hast du beim Sender auf so einem lauwarmen Stuhl gesessen. Ja, der war also kühl bis mittelwarm, ja. Hast du aber ein bisschen den Rückzieher gemacht dann, als die ganzen Gegner eingeladen waren, ja? So, doch nicht so hundertprozentig, dann so, das hat mir so ein bisschen gefehlt. So, gesagt, ja, mal, wenn mir danach ist, in der gleichen Nacht hat mein Freund dann auch diese Anwandlung und am nächsten Morgen erzählen wir uns das denn alles beim Frühstück. Was findest du daran, einen Rückzieher? Na, dass man doch eigentlich dann so richtig die Sau rauslassen sollte, eigentlich so. Du, die habe ich doch dort rausgelassen. Was glaubst du, welche Frau traut sich heutzutage schon, obwohl es die meisten denken, zu sagen, ich liebe Männer, ich brauche Männer, ich will auch neben meinem Ehemann oder Partner auch einen anderen Mann genießen? Und das habe ich dort genießen, gesagt, oder? Na, weil klar. Viele Frauen ja uns langsam als eine lästige Pflicht ansehen. Aber um Gottes Willen, nein. Hast du nicht gehört, als was ich mich dort auch bezeichnet habe, als Maskulinistin? Ich liebe Männer, ich brauche Männer und ich finde, heute müssen sich Frauen schon für Männer einsetzen, um Gottes Willen. Ihr werdet ja schon unterdrückt. Wir müssen endlich auf der gleichen Stufe sein. Wie willst du einen Waschlappen ändern? Kannst du doch nur einen Mülleimer schmeißen, dir einen neuen Waschlappen kaufen. In meinen Augen sind Männer keine Waschlappen. Wenn, dann haben wir Frauen sie dazu gemacht. Ich habe keine Lust, mich... Oh, toll. Ja. Ihr habt uns zum Waschlappen gemacht, weil wir abhängig sind. Ihr habt uns zu abhängig... Ihr seid abhängig geworden. Zuerst waren wir von euch abhängig, dann haben wir euch abhängig von uns gemacht. Und jetzt sollten wir endlich mal aufhören und uns in der Mitte treffen und einander lieben. Das sind ja alles tolle Sätze. Ich bin ja nicht so prüde, dass ich sage, das anzweifle. Ich wundere mich, wie du das so ausdrückst, so frei weg. Und wir, aber es werden natürlich keine Namen genannt. Wie viele Männer braucht denn eine Frau so in ihrem Leben oder im Jahr, wenn sie mit dem einen, sie hat eine feste Beziehung, das ist auch ganz gut. Man kann ja nicht mit dem man vielleicht zusammen ist, körperlich auch noch morgens aufwachen. Das ist auch eine ziemlich eklige Sache, nicht? Das ist nicht immer angenehm, das ist richtig, ja. Und nächtliche Erscheinungen entpuppen sich in der Früh oft als unansehnlich. Das gilt aber für beide Geschlechter. Für so, beide ja. Geschlechter. Und du nimmst dir dann die Freiheit raus und jagst dir weg so, hau ab, ich brauche meinen eigenen Lebensraum. Nein, oder so? Zumeist bin ich diejenige, die in dem Bett des Mannes liegt und geht. Aha. Oder du suchst also den Berufstätigen, der morgens raus muss. Du, nein, weißt du, was das Allerbeste ist? Ehemänner. Ja. Die sind deshalb so von Vorteil, weil sie hängen einem nicht an der Kittelfalte und wollen einen nicht mehr ehelichen. Ah ja. Ach so, meinst du, dass so ein Mann danach... Die sind pflegeleichter. Wenn er danach einen Weinkrampf kriegt, also... Ja. Du, aber du wolltest vorhin ja was anderes von mir wissen, wie viele Männer im Jahr ich brauche. Ja. Weißt du, wie viele Steaks du pro Jahr essen wirst? Wenn ich Vegetarier bin... Dann gar keine. Ja. So weit ist es schon, um Gottes Willen, Karl. Moment mal, Fleisch essen hat nichts mit Fleischeslust zu tun. Das, so doof bin ich ja nun auch nicht, ja? Aber sagen wir einfach, wie viele Tomaten futterst du zum Beispiel, wenn du eine Tomatenallergie hast? Ja?
Dann muss man in den sauren Apfel beißen, in die Tomate. Oder was ist mit dem Apfel danach? Das so heißt übrigens mein Stück. Ja, oder die Zigarette davor. Kommt auch nicht in Frage, da ich nicht rauche. Der Apfel danach heißt ein Stück, was du geschrieben hast? Nein, nicht der Apfel danach, das Stück heißt danach. Also eine Computer-Sales-Managerin kommt nach einer Liebesnacht nach Hause und sie hatten den Computer nicht nur im Beruf, sondern auch zu Hause. Und in den Computer schreibt sie ein weibliches Dekameron. Und dieser Computer entpuppt sich aber als ein sehr gefährlicher Bursche. Der hat nämlich so eigenständige Denkansätze und kontert ihr und gibt ihr freche Antworten. Und so gemeinsam arbeiten sie sich dann immer mehr in das Dekameron hinein. Und das spiele ich also im November, habe ich das im Moulin Rouge gespielt, im Februar und gehe jetzt auch weiterhin damit auf Tournee. Eine One-Women-Show? Women? One-Woman. Woman-Show, ja. Ja, Women. Ja, also mit Computer. Mit dem und einem Pianisten, das ist Bela Corini, der hier in Wien ein ganz tolles Da nimmst du, benutzt du einen Mann für, ja? Ich benutze Männer nie. Ja, als Pianist zum Beispiel, wird er bezahlt. Benutze ich ihn auch nicht, er wird bezahlt, sehr gut sogar. Ah ja, aber mit dem hast du nichts, das wäre auch irgendwie blöd, nicht? Du, das habe ich mir abgewöhnt, weil das macht das Arbeitsverhältnis etwas kompliziert. Wie stehst du zur Ehe schlechthin? Ich stand einmal zur Ehe gut, die dann schlecht wurde und mittlerweile stehe ich schlechthin schlecht zur Ehe. Ist das so eine kleine Rache für die Ehe, was man dir angetan hat, dass du heute sagst, ich nehme mir den, ich nehme mir den? Zumindest sagst du es öffentlich, dass wir alle darunter leiden müssen, weil da irgend so ein Arsch dich mal misshandelt hat. Du, nein, ich würde sagen, man sollte ihm diese Schuld nicht zuweisen. Viel eher habe ich mich entwickelt und sehe nicht ein, warum man mit dieser ständigen Lebenslüge, die ungefähr 70% der Bevölkerung auch leben, dass sie zwar fremd gehen, aber vor allen Leuten so tun, als ob sie es ja eigentlich nie getan hätten und der Frau nie wehtun würden oder dem Mann nie wehtun würden, es aber trotzdem tun. Und das ist das, was mich ärgert. Und das ist sicherlich auch der Grund, warum ich sage. Und vor allem habe ich das Glück, es sagen zu können, weil ich einen tollen Partner habe, der ganz genauso veranlagt ist wie ich und mit dem ich drüber reden kann und dem ich es erzähle. Ist das Nymphoman oder so? Nein, nein, du, also mit der Nymphomanie schaut es nur so aus, also ich kann hier nur für mich sprechen, nicht für ihn. Nymphomanisch veranlagt bin ich nur, was diesen Mann betrifft. Da kann ich nicht genug kriegen. Ah ja, aber er muss auch mal eine Pause haben. Und ja, du, man muss... Er muss eine Pause kriegen und dann gehst du weg. Dann bist du aushäusig. Du, da wir nicht zusammen wohnen, glücklicherweise. Ihr könnt euch jeder eine Wohnung leisten, aber eine ist doch immer leer. Entweder bist du bei irgendeinem Fremden oder bei ihm. Deswegen kannst du doch deine Wohnung aufgeben. Die Wohnung ist nicht leer, weil ich ja in der Nacht wieder zurückkomme. Ah ja. Und vor allem ist meine Tochter in der Wohnung. Wie spät kommst du denn so in der Nacht? Du, das ist unterschiedlich. Manchmal geht es schneller, dann schaffe ich es noch vor Mitternacht. Ja. Man hat ja auch so Erhebungen gemacht über den Sex, wann der am besten ist. Morgens um Viertel vor fünf soll er so am größten sein. Was hast du für Anschauungen? Wann findest du? Du, in der Sommerzeit, ich habe die Uhren, meine Uhren gehen meistens falsch, ja. Da ist es doch schon manchmal um 20 vor fünf und dann habe ich einfach die Uhr falsch gestellt, ja. Dann geht's ja nach oder vor und so. Und in der Sommerzeit bin ich völlig durcheinander gekommen. Da war es denn Viertel vor vier. Aber da war ja Sommerzeit. Aha, ja. Und da hatte ich so eine Art sexuellen Jetlag. Ja. Aber das kann ich dir nachher heute Nacht alles erzählen. Ja, gut. Okay. Komm. Machen wir. Ich meine, ist da nicht so ein bisschen nur Verbalerotik dabei? Wir reden immer nur davon, aber du hast noch nie eine Nacktrolle gespielt, zum Beispiel, wie... Nein, habe ich bis jetzt noch nicht gespielt. Wenn sie notwendig wäre, würde ich sie spielen, aber ich halte das nicht für nötig, aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, dass Erotik nichts mit Nacktheit zu tun hat, sondern Erotik kommt, wenn auch, hochgeschlossen. Ah ja, so wie heute. Zum Beispiel, bitte. Also heute bin ich Jetzt hast du das. Jetzt hast du aber das Mikro. Das macht man aber nicht, du. Das müssen wir jetzt rausschneiden. Man kann das nur mit der Ekstase entschuldigen. Ja, wenn du an meiner Seite sitzt. Ja. Nee, ist doch toll so. Darf ich mal fragen, wann hast du diese sexuelle Befreiung, wann hast du sie angegangen? Als Kleinkind. Ja, aber da kommt doch irgendwann so eine ganz verklemmte Phase zwischen 15 und 45, da ist man dann ziemlich verklemmt und dann...
hast du die Erfahrung gemacht? Das heißt, dir geht's jetzt gut. Mit als 52 Frau, ich rede ja nicht als, endlich auf? Ich rede ja als Mann und nicht als Frau. Ach so. Ich rede ja von der Frau. Nein. Nicht? Nein. Ich war vielleicht verklemmt während der Ehe. Während der Ehe? Ja. Wie lange hat die gedauert? 11 Jahre. Oh, jeden Tag. Jeden Tag? Ich verdiene eigentlich an Orden, so ein Kreuz, Ehekreuz. 11 Jahre durchgestanden. Ja. Ach, wann hast du gemerkt, dass es eigentlich nicht mehr klappt? Nach 2, 3 Tagen eigentlich schon, nicht? Nicht so bald, das weiß ich nicht mehr. Aber man ist ja als Frau, geht es ja irgendwann zum Alltag. Wenn man so wahnsinnig verliebt ist, so ein Bussi, das hält man ja kein Leben durch, nicht? Das finde ich nicht. Na, ich sag nur, ich sehe das so weißt in du, befreundeten was Ehen. Ja, alle, die also sich nicht verweigern. Ja. Die zu rumzicken, verstehst du? Die zu rumzicken. Genau, da habe ich einen Satz für dich. Wenn du den verstehst, bist du gut. Ja. Sind klasse Frauen nur dann klasse Frauen, wenn sie der Klasse Frauen angehören, die von anderen Frauen und Männern als klasse Frauen klassifiziert werden? Oder aber sind klasse Frauen vielmehr jene klasse Frauen, die sich weder von klasse Frauen noch von klasse Männern klassifizieren lassen und mit Klasse als Frauen ohne Klasse Klasse leben? Hm? Was musst du gelitten haben? Ja. Klasse Frauen, klasse Männer, klasse Liedermacher, sehr berühmter, zumindest hier in Österreich. Den haben wir jetzt hier, der kommt gleich raus. Er hat einen russischen Namen, der Vorname ist russisch, Boris. Der Nachname weiß ich nicht, aber auch ein bisschen so Oste. Boris Bukowski, heute hier. Boris, du bist ein berühmter Liedermacher. In der Puppenfabrik. Nein, Liedermacher. Liedermacher. Ja? Würde ich nicht sagen, nein. Nee. Liedermacher sehe ich eher so einen, der mit einer Laute auf den Knien und so. In der Laute. Du hast eine leise. Ja. Auch nicht. Liedermacher ist zum Beispiel, du, Liedermacher nicht, also bist du dann Chansonsänger? Ja, was ja, denn ja. nun? Schon, ja. Chanson. Oder nein. Lied. Nein, nein, Songsänger. Songsänger. Na, ich schreibe meine eigenen Lieder. Und du musst sie auch singen. Ganzen. Ja. Bin dazu verdammt. Ja. Und das ist wie eine Sucht auch, nicht? Was denn nun jetzt? Ja, das Lied. Du musst es rausbringen. Oder ist das nur wegen der GEMA? Nein, nein, ich mach das, was von selber nach außen dringt. Ja. Wie stehst du zu dieser Behauptung, dass du einfach so verlassen wirst, nach so einer Schmachnummer morgens um 2:30? Ja, das ist natürlich böse, ja. Ja. Du meinst, wenn sie nicht zum Frühstück bleibt oder so? Wenn die Frau, also ein, zumindest will man das ja selbst. Das ist ein schlechtes Zeichen. Ja, will man, das ist ein schlechtes Zeichen. Der war der Mann auch nicht gut. Aber überhaupt nicht wahr. Nein. Nein, nur man will nicht absolut das Leben mit ihm teilen. Und der Mann, mit dem ich mein Leben teile, neben dem wache ich auch in der Früh auf. Also du hast wenn ich neben dem in der Früh aufwache, mit dem ich mein Leben nicht teilen will, zieht er falsche Schlüsse. Also bin ich eine anständige Frau und gehe. Ah, okay, okay. Also Voraussetzung ist, dass du eine eigene Bude hast. Ja. Ja, was sagst du dazu? Du äußerst dich gar nicht. Möchtest du so prekären, du könntest Fans verlieren, wenn du dich jetzt... Na, bei mir ist es eher so, ich ziehe mich eigentlich in meinen Liedern seelisch immer derartig aus, dass ich das im Privatleben möglichst hinanhalte. Dann sing uns doch mal deine Antwort. Ja? Gut. Ja? Kannst du jetzt mal die Antwort singen? Ja, das finde ich gut. Oder so. Na, dich knack ich noch. Nun trink mal erst dein Wasser. Du bist schwierig, das habe ich auch schon mal gehört. Von wem? Von einer alle, Frau oder von einem Mann? Alle Frauen, die du also verschlissen hast, sagen, du seist ziemlich schwierig. Das war der halbe, 11. Stadtbezirk allein schon. Ich will ihn mal ein bisschen kitzeln. Jetzt sagt er, nein, es war weniger als die Hälfte oder so. Ja? Na, handeln tue ich nicht. In welchem Bezirk wohnst du denn? Im 6. Sechsten, das klingt gut. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Es ist auch für mich also ein Novum, dass eine Stadt nach Bezirken aufgeteilt wird. Bei uns heißt es in Berlin Charlottenburg oder Zehlendorf. Ja, die haben schon bei uns auch einen Namen. Ach so. Ja. Ja. Schön, Simmering. Maria Hilf heißt meiner.
Maria, hilf. Ein Simmering, das ist doch, steckt man sich sowas über den Ringfinger? Ein Simmering. Nein, du, draußen die Hände. Im Simmering blüht schon der Flieder. Bist du da? Hörst du, siehst du, hast du es gesehen? Diese intelligenten Texte, ja? Ja, ja. Hast du eigentlich schon mal so Operette gesungen, auch Vianna Lieder? Na, das legt man nicht. So, Vian, nur du allein. Nein. Ja, du wohnst da. Ich mach das öfter. Ja? Ja, kannst du das? Mhm. In Amerika, wenn ich als österreichischer Minstrel hinüberfahre. Mistral und heißt das, Mistral. Nein, das auch. Mistral mache ich auch. Aber dort bin ich ein Minstrel, eine Minnesängerin und mache dort Wiener Lieder. Ja? Ja. Auch Wien, nur du allein? Nein, das nicht. Leopoldi. Schön ist so ein Ringelspiel. Ach, schade, dass wir das jetzt nicht drauf haben, nicht? Ich würde so gerne mit dir im Duett, da muss duzen, Duett. Na, du so hast einen Klavierspieler da, das machen ja, wir Ja, was doch soll klar. er denn singen, was soll er denn singen? Du, was soll er spielen? Barry! Schön ist so ein Ringelspiel. Ich sag schön ist und du sagst so ein Ringelspiel. Ja, gut. Welche Dur? C-Dur. C-Dur, das kann jeder Pianist. Schön ist so ein Ringelspiel. Ringelspiel ist, was die Kinder so spielen. So Karussell. Ringel, Rangel, Rose, Butter in der Dose oder in der Hose. So, ja. Mit solchen Liedern hast du gar nichts zu tun. Du merkst mal, dass diese Sachen, die volkstümlichen, immer noch bei der Masse am besten ankommen, Boris. Boris heißt du, ja? Wie viele LPs hast du schon auf den Markt geworfen? Jetzt muss er nachzählen. Wenn es mehr als drei sind, wird es schwierig. Das ist nämlich... In Österreich waren es 4 ja. und in Deutschland kommt erstmals eines mit vollem Druck der Plattenfirma endlich auf den Markt. Das auch in CD und MC? Ja, natürlich, das freut mich irrsinnig. Ja. Und da sind die ganzen Highlights der letzten 30 Jahre drauf. ich hab aus allen 4 LPs was drauf, schon mit Betonung auf dem neuesten. Ja. Und... wie heißt die LP, jetzt wo wir schon am Baggern sind hier? Die heißt Hart und Weich zugleich. Hart und Weich zugleich. Das ist auch so ein bisschen deine Seele, soll das reflektieren? Das kann hinkommen, ja. Es gibt also ein lustiges Autogramm von mir. Oh, jetzt hat er es auch ein Mikrofon mit. Es ist halt alles Profis, Kinnings, Mensch. Ja. Mama, du kannst jetzt gleich das Ding nochmal, steck nochmal die Autogrammkarte rein und sag, da gibt es eine lustige Autogrammkarte. Steck genau, nochmal rein. Ja. So. Mhm. Cut. So. Da gibt's nämlich eine lustige... Nochmal bitte. So. Es gibt da nämlich eine lustige Autogrammkarte von mir. Oh, die hast du zufällig, dann pass auf das Mikrofon. So. So. Extra für dich mit. Die zeigt ein bisschen so meine Aura. Deine Aura, das ist eine Platte, eine Autogrammkarte, da knallst du die Augen zu. Das ist ja ganz irre. Ja, da kneift er die Augen zu, das ist so eine Art Hologramm, nicht? Ein Vexierbild. Ja, was für ein Bild? Ein Vexierbild. So nennt man das, ja. Apropos Vexier. Wenn du mal keinen Mann hast. Ja? Dann helfe ich mir selber. Ja, okay. Gut, do it yourself. Sag mal, du fusselst die ganze Zeit mit mir. Fusseln? Fusseln. Fusseln heißt das. Fusseln. Ich fussel oben und fussel unten. Ja. Ja. Aber du musst doch nicht so in meine Intimsphäre jetzt rein. Was meinst du, wo ich sonst noch fussel? Ja. Ich trinke auch gerne Fusel. Das Prost dir. Ja. Prost. Denn der Abend geht leider zur Neige. Ja, ihr hättet mehr Chancen gehabt, euch zu öffnen. Aber du öffnest dich jetzt mit einem Lied. Kokain. Hattest du mal Probleme in der Richtung? Nee. Nee? Du singst ja davon. Das behandelt eigentlich so... eine mögliche Abhängigkeit. Wir haben eine mögliche Abhängigkeit von einer schönen Frau, von der man irgendwie so abhängig sein kann wie von Kokain. Aha, okay. Gehen wir schon mal rüber. Wir verabschieden uns hier aus dem Hotel Intercontinental und freuen uns jetzt auf Boris Bukowski, richtig ausgesprochen, mit dem Vergleich einer schönen Frau und Kokain. Thank you.
mein Verlust und mein Gewinn. Du bist mein Ende, du bist mein Beginn. Ich weiß, dass ich dir total verfallen bin. In meinem Leben führst du die Regie. Du bist mein Motor und meine Energie. Doch was du gibst, das kriegt man nur geliehen. Nackt und Kess am Königssee. In wenigen Minuten in Sat 1. Wenn's bloß ein Mittel geben darf, damit du das länger aushalten kannst.